Wir müssen noch ein bisschen was organisieren. Unsere nächste Tour in den Amazonas. Die Flüge haben wir ja schon nach Manaus. Jetzt brauchen wir noch einen Anbieter, mit dem wir in den Regenwald gehen können. Ich gehe nochmal das Thema SIM-Karte an, nachdem wir gestern auch nicht wirklich weitergekommen sind. Zwar sind wir an der CPF gescheitert. Und jetzt habe ich noch eine neue Idee. Wenn wir nicht gerade selber kochen, gehen wir ins Ponta da Big. Das ist ein kleiner lokaler Laden mit leckeren Gerichten. Für 3,50 Euro kriegt man da ein Hähnchen, Reis, Bohnen und einen leckeren Salat. Heute probieren wir mal den frischen Maracuja-Saft aus. Rechts daneben gibt es dazu passend noch das Ponta da C. Hat fast immer zu. Da gibt es nochmal Kuchen und Kaffee für nach dem Essen. I find a lot of French people here, kiting. Yeah. So I met a lot of them. Hello, where are we? Wie schmeckt der? Boah, war richtig geil. Mm-hmm. Ist cool, auch nicht zu süß. You like it? Yeah, perfect. So after, if you want to add some sugar. For me it's sweet enough. Yeah. Ich habe jetzt das Steak with onions genommen. Aber ich habe das da drauf, ich habe 12. Ja. Sie. Ja, hier schmeckt eigentlich alles. Mutter Winter. Hier hatten wir mal richtig Bock auf Pool und durften in die Anlage rein, weil wir den Costa Ricaner kennen, der vorne an der Rezeption arbeitet. Der hat nämlich vorher in unserem Hostel bei der Angela geholfen als Volunteer. Und solche Jobs findet man über Workaway Info am besten. Das ist so die größte Plattform für Volunteere. Und da haben wir uns voll gechillt, erstmal ausgeruht. K.O. Ja, ich bin doch ein bisschen traurig, Derry zu verlassen. Es ist echt wirklich geil hier gewesen und das Kitesurfen hat mir sau Spaß gemacht. Das werde ich auch auf jeden Fall weitermachen, weil ich auch gar nicht mal so schlecht war. Jetzt machen wir uns noch auf den Weg zu den Windsurfern hier am Strand von Derry. Da ist immer richtig viel los draußen auf dem Meer. How was surfing? Yeah, it's good, very good. Good? How were the conditions? Hey? Yeah, oh. Nice, yeah. Krasser als die Kitesegel, ne? Die haben das auch höher, diesen Schutz, ne? Schon aufwendiger. Ja, das war's von den Surfern. War mal wieder richtig viel los auf dem Meer. Aber im Vergleich zum Kiten ist das Material viel größer, schwerer.
irgendwie noch mehr Power in die Welt an uns. Eventuell noch. Maybe noch eine Flasche Wein. Ach super. Ja, die darf wir nicht haben fehlen. Ja nur eine Flasche, das reicht ja nicht für uns drei. Nee. Der Markus trinkt ja Milch. Wie immer. Wie immer, außer wenn wir kein Pinot haben. Ja. Dann trinkt der Markus mal keine Milch. Ganz genau. Dann trinkt er Maracuja-Kerne. Ja. Kalt wie Maracuja. Okay, so ja machen wir das, würde ich ja sagen. Ich bin schon ganz traurig. Die Angela ist zu verlassen. Auch. Ihr seid verrückt, ey. Mal besser keinen Wein, sonst wird man noch sentimental heute Abend. Ja, dann holen wir alle zusammen, haben wir nächsten Shot. Er told them what we have, wenn ihr dieses bisschen. Ja, wir versuchen ja jeden Tag jetzt ein Video shopping zu machen mit unserer Vlog-Serie. Kriegst du soweit auch gut hin mit dem Film. Cutten wird auch immer besser. Das Problem ist nur, dass wir die Uploads im Moment nicht ganz so schnell hinterherkriegen. Aber dafür gibt es dann alle auf einmal und wir bleiben auf jeden Fall dran. Macht Bock. Also, wenn ihr weiter Folgen sehen wollt von uns oder was dazu zu sagen habt, schreibt es unten in die Kommentare und gebt uns ein Like. Ja, bei dem Fischmann da, vorne auf der Ecke. Kilo Kamera und so. Und okay, wie viel brauchen wir für vier Leute, ne? Cool. Kamera raus. Okay, bringen wir mit. Alles klar. Dann nimm doch die Kohle mit, dann haben wir wenigstens genug. Ich weiß nicht, ob meins reicht und dann gehen wir jetzt los, oder? 3, 2, 1. In diesem hochmodernen Laden mit Firefox könnte die Lösung in all unseren Problemen liegen. Der Greg hilft uns nämlich auf Portugiesisch zu erklären, dass wir diese Karte mit Datenpaket für unser kleines MyFi kaufen möchten. Also hier fehlt noch nichts. Es gibt hier sogar ein Gym, wo man hier trainieren und pumpen kann. Ja. So, könnte Zumba sein. Zumba langsam. Ja, sehr langsam. Scheint aber keiner da zu sein, hä? Die Schule haben wir jetzt gefunden, aber es sieht sehr leer aus. Die MMA, Muay Thai und Brazilian Jiu-Jitsu Schule. Da liegen nur so ein paar scharfe Hunde. Die haben nicht so viel Bock. Das ist der bekannteste Fischladen hier in Jerry mit frischem Fisch. Und zum letzten Abend heute wollen wir Shrimps machen zusammen mit der Angela. Und dafür brauchen wir jetzt ein Kilo Shrimps. Camarones. Camarones. Ja. Versteckte Kamera. Und wird das was? Ich wünsche euch einen schönen Tag oder was auch immer, je nachdem, wo ihr gerade seid und wie spät es ist. Ich gehe jetzt pennen, morgen früh klingelt der Wecker, wir packen die Sachen und werden um 9 Uhr abgeholt, um dann weiter nach Fortaleza zu fahren, wo wir uns dann vorbereiten auf unseren Dschungeltrip. Also bis morgen, peace and out.